Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Red Toad. Heute mal die erste Episode von Top 5. Und heute, Leute, gibt es Top 5 meiner Lieblings-Comicbuch-Live-Action-Filme. Also richtig hier mit Schauspielern und ohne Animationsfilme. Ja, 5 Plätze. Ich muss sagen, so die letzten 2, 3, da konnte ich mich nicht ganz entscheiden, welcher jetzt weiter vorne ist und welcher weiter hinten. Aber bei den ersten 2 Plätzen bin ich mir hundertprozentig sicher, dass auch die beiden Filme auf jeden Fall für eine längere Zeit erstmal an dieser Stelle bleiben werden. Wir haben jetzt Stand Januar 2017, das heißt, es liegen noch einige Comicfilme vor uns, alleine dieses Jahr. Guardians of the Galaxy 2, Logan, da bin ich so gespannt für, Leute, das könnt ihr mir gar nicht glauben. Spider-Man Homecoming und ein weiterer X-Men-Film wurde auch schon angekündigt, ein einzelner Gambit-Film mit, wie heißt er? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ah, vielleicht fällt es mir noch ein, aber jetzt würde ich sagen, legen wir los mit Platz Nummer 5. So, Leute, und auf Platz Nummer 5 finden wir The Avengers. Ihr seid dazu da, beherrscht zu werden. Am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich. Was machen wir? Wir machen uns bereit. Ja, Leute, The Avengers war das Finale von Marvel Cinematic Universe in der Phase 1. Und Leute, ich weiß nicht, was ich zu dem Film sagen soll. Jeder, der ihn gesehen hat, kann, glaube ich, die Faszination verstehen. Es wurde von 2008 bis, guck mal eben, denn ich bin natürlich stolzer Besitzer dieses Filmes auf Blu-ray. 2012 ist er rausgekommen. Und von 2008 bis 2012 wurde also durch zum Beispiel Captain America oder halt der es angefangen hat, Iron Man, Thor oder auch der Unglaubliche Hulk bzw. The Incredible Hulk auf dieses unglaubliche Filmphänomen ja angespielt, und ich glaube, jeder, der die Teile davor gesehen hat, war genauso gespannt wie ich. Außerdem war Loki der Bösewicht, und ich persönlich muss sagen, Loki ist definitiv, zumindest im Marvel Cinematic Universe, im Moment mein Lieblingsbösewicht. Alleine, da er schon mehrmals aufgetaucht ist, und ich finde ihn, vor allem den Schauspieler Tom Hiddleston, finde ich mega, mega sympathisch. Aber na gut, das soll es zu The Avengers gewesen sein. Jetzt geht's weiter mit Platz Nummer 4. So, Leute, und auf Platz Nummer 4 befindet sich Captain America Civil War oder auch The First Avenger Civil War. In unserem Job versuchen wir, so viele Leute wie möglich zu retten. Manchmal heißt das nicht alle. Aber wir geben nicht auf. Ja, dieses Jahr herausgekommen. Ja, ich habe ja sogar eine Kritik zu diesem Film auf meinem Kanal hochgeladen. Wer sich die anguckt, das ist schon echt ein bisschen peinlich, weil ich eigentlich nur Scheiße gelabert habe. Aber geil, ich fand den Film super. Ich habe mir sogar, das ist jetzt das allererste Marvel Steelbook, was ich mir gekauft hatte. Ich habe mir von Captain America Civil War das 3D Steelbook geholt, was ich sau geil finde. Wenn ihr wollt, mache ich dazu auch gerne mal ein Video. Generell wollte ich ja jetzt ein paar mehr Videos zu Filmen machen, da ich ja jetzt vor allen Dingen anfange, sehr aktiv mit Filme sammeln. Deshalb möchte ich dazu gerne ja ein paar mehr Videos machen. Was kann ich zu Civil sagen? Ich meine, man kann ihn schon The Avengers 2.5 nennen, wenn nicht sogar Platz 3, also Nummer 3. Es sind so viele Avengers dabei, so viele geile neue Charaktere. Spider-Man war neu.
immer noch mein Favorit war Ant-Man in dem Film. Er ist so lustig, die Flugzeugszene mit ihm. Also wirklich, das war einfach unglaublich, wie geil ich das fand. Und ja, deshalb fand ich Civil War so besonders cool. Es gab natürlich viele Filme im Marvel Universe, aber das waren jetzt die beiden, Avengers und Civil War, die einzigsten Marvel Cinematic Universe Filme auf dieser Liste. Und deshalb geht's jetzt weiter mit Platz Nummer 3. Gib auf. Letzte Warnung. Kann den ganzen Tag so weitergehen. So Leute, und auf Platz Nummer 3, wir nähern uns dem Finale, jetzt sind wir schon in den Top 3. Auf Platz Nummer 3 gibt es X-Men, Zukunft ist Vergangenheit. So viele Schlachten wurden im Laufe der Jahre geführt. Und doch war keine wie diese. Ist es uns bestimmt, uns gegenseitig zu vernichten? Oder können wir uns ändern und verbünden? Ist die Zukunft wirklich vorausbestimmt? Auch diesen Film bin ich sehr stolz drauf. Habe ich als limitiertes Steelbook im Rogue Cut. Ich muss euch wirklich empfehlen. Solltet ihr jetzt auf meine Empfehlung den Film euch anschauen oder ihr habt ihn vielleicht schon gesehen, schaut ihn euch unbedingt im Rogue Cut an. Da gibt es nämlich einen zusätzlichen Charakter, den es in der Kinoversion, der dort gar nicht vorkommt, was ich gar nicht verstehen kann. Ich schätze mal, der Film wäre dann einfach zu lang gewesen. Aber wie gesagt, ich finde den Film wirklich super. Vor allem, Leute, Zeitreisen finde ich persönlich immer geil. Also, wenn man sich da wirklich eine gute Story daraus denkt, finde ich das sau mega gut. Und was den Film so, so gut gemacht hat, war die Quicksilver-Szene. Alleine, also Quicksilver, so Silver-Szene. Alleine, dass dieser Charakter in den Film eingeführt wurde, ich finde den so, so gut. Und jeden meiner Freunde, mit denen ich den Film schon gesehen habe oder die den Film selber schon gesehen haben, können das bestätigen. Die finden alle Quicksilver sau, sau geil. Ich muss ehrlich sagen, die Quicksilver-Szene in X-Men Apocalypse, also dem nächsten Teil, fand ich sogar noch ein bisschen geiler sogar. Aber alleine das erste Mal die Szene, die Zeitlupe war so, so gut umgesetzt. Ihr seht sie ja auch im Hintergrund und die Musik dazu einfach wow. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. Ja Leute, und das war die kurze Übersicht zu dem dritten Platz. Und jetzt gehen wir weiter, immer näher zu Platz 2. Und Leute, auf Platz 2 meiner Top 5 Liste befindet sich Spider-Man 2 von Sam Raimi. Egal was ich tue, egal wie sehr ich mich auch bemühe. Spider-Man hat meinen Vater umgebracht, ich will ihn tot sehen. Es trifft immer die, die ich am meisten liebe. Ich kann nicht ständig nur an dich denken, ich werde heiraten. Ich will mein eigenes Leben führen. Mit Spider-Man ist es vorbei. Ja, der Original Spider-Man. Und für mich zu diesem Zeitpunkt immer noch der einzig wahre Spider-Man. Von den neuen Civil War Spider-Man haben wir leider bis jetzt noch zu wenig gesehen. Andrew Garfield war okay, aber Tobey Maguire hat den Charakter meiner Meinung nach einfach so gut umgesetzt. Ja, der Schauspieler war vielleicht ein bisschen zu alt, aber Leute, kleiner Fact nebenbei, sogar zwei. Spider-Man 1 und 2 waren die ersten Superheldenfilme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Fakt 2 ist Spider-Man definitiv mein Lieblings-Superheld. Und der dritte Fakt, kleine Storytime. Wie bin ich gleichzeitig zum Comic-Fan geworden? Da muss ich mal sagen,
Das habe ich alles meinem guten alten Großvater zu verdanken. Ja Leute, ich war 5 oder so. Es gab schon den ersten und zweiten Spider-Man Teil auf DVD, sogar schon ein bisschen länger. Vielleicht war ich da auch schon älter. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich gechillt mit meinem Opa und meinem Bruder in die Stadt und dort waren sie Leute. Ich hatte keine Ahnung von dem Film, also wirklich keine Ahnung. Mein Vater, also mein Großvater, kauft die einfach. Wir gucken die. Ich war Leute. Seit dem Augenblick, seitdem ich dieses rote Kostüm gesehen habe, diese Augen, diese blaue Farbe, diese Action, muss man einfach mal sagen, habe ich mich nicht nur in Spider-Man verliebt, sondern generell in Comics. Ich finde, also wirklich, die Originalteile haben das so gut gemacht. Die haben auch zu der Zeit definitiv einen neuen Maßstab für Comicfilme gesetzt. Puh. Ich könnte noch so viel über die Filme erzählen. Wenn ihr wollt, mache ich auch gerne mal ein extra Video nur über die Sam Raimi Filme. Da könnte ich wirklich so viel erzählen. Aber jetzt geht's weiter zu Platz Nummer 1. Und da sind wir, Leute. Platz Nummer 1. Und es ist The Dark Knight. Du hast alles verändert. Immer. Es gibt kein Zurück. Weißt du, für die bist du nur ein Freak. Wie ich. Ja, wer mich kennt, hätte das schon fast erahnen können. Batman ist zwar nicht mein Lieblings-Superheld, wobei er locker an zweiter Stelle steht, er ist einfach auch am interessantesten. Aber Leute, wer den Film gesehen hat, das ist einfach wirklich ein Meisterwerk. Nicht nur jetzt, was viele nur sagen, irgendwie von Heath Ledger oder so, wo, der hat das wirklich saugut gemacht, sondern das Allerbeste an dem Film, muss ich sagen, war der Regisseur Christopher Nolan. Ich feiere eh eigentlich fast jeden seiner Filme. Aber Christopher Nolan, der... Ich meine, wer kommt denn bitte auf die Idee, einfach einen Batman-Film zu machen und den dann einfach, im Gegensatz zu allen Leuten, die das gesagt haben, den auf realistisch zu machen? Jeder hätte sich einen Comic genommen, hätte den danach gemacht. Christopher Nolan denkt sich, nö, wir machen einen realistischen Batman, normalen Anzug, so. Das ist einfach... Der Typ ist unglaublich, einfach unglaublich. Dann noch, dass er eigentlich gar keine Special Effects benutzt hat, sondern fast immer nur Practical Effects. Sowas ist für mich einfach, das zeichnet einen guten Regisseur aus. Dann wie gesagt, Heath Ledger, sauberer Job. Selbst Leute, die den Film nicht kennen, kennen die Bleistiftszene. Und ich dachte, meine Witze wären schlecht. Sag mir einen Grund, warum ich ihm verbieten soll, dir den Kopf abzuschlagen. Wie wär's mit einem Zaubertrick? Ich lass diesen Bleistift verschwinden. Tada! Er ist verschwunden. Diese Szene kennt wirklich jeder. Also wirklich. Und Christian Bale sowieso, er kann dieser ernste Batman-Charakter sein, dieser ernste Bruce Wayne. Und gleichzeitig noch, wenn er an die Öffentlichkeit geht, dieses, ja, wie soll man sagen, dieses noch kindliche, komplett Party-Typi. Das kann der einfach super, so gut. Ich bin generell ein Fan von Christian Bale. Und ja, Leute, das war's. Meine Top 5 Comicbuchfilme. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Habt ihr Vorschläge für den nächsten Platz 5 zum Beispiel? Einfach nur meine Top 5 Lieblingsfilme. Schreibt es in die Kommentare und dann sehe ich euch beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao! Batman.